Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Breed Out the Ugly Challenge. Ja, wir sind wieder am Start und wir haben diese wunderschöne Frau hier am Start. Sie heißt Ainsley Schluckley. Okay, was ein Name, okay. Den habt ihr mir erstellt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es erstellt hat. Wir gucken gleich nochmal nach. Denn es ist in der Galerie eingetroffen und... Ja, hier, diese gute Frau ist es geworden von AlexaKorn13, also liebe Grüße gehen raus an dich, AlexaKorn. Wie gesagt, ihr könnt übrigens auch Sims erstellen für die Ugly to Beauty Challenge oder Breed Out Ugly Challenge, je nachdem, irgendwo wird es bestimmt verwendet. Oh mein Gott, was ist denn das? Katzenwitz? Katja Katzenwitz? Nein, Annette Katzen, ach du Scheiße. Die arme Katze, oh mein Gott, okay, wir lassen uns davon nicht abhängen. Die Breed Out Ugly Challenge ist so, dass wir... diese junge, wunderschöne Dame jetzt hier am Anfang haben und wir sie mit so vielen Figuren, mit so vielen, ja, von meinen eigenen Sims paaren müssen, beziehungsweise ja, kreuzen müssen, dass am Ende ein schöner Sim rauskommt. Ich hoffe es. Es ist nach Generation 10 vorbei. Also, ja, wir schauen einfach mal und laden uns schon mal die erste aus meiner Galerie herunter, denn ich habe sehr, sehr viele schöne Sims jetzt auch erstellt heute noch. Die habe ich heute alle erstellt, weil ich hatte Bock drauf und... Ja, ich würde mal sagen, wir starten ganz am Anfang mit dem starten wir denn hier? Wir starten mal, ich habe übrigens hier die Riverdale-Leute runtergeladen, also die kommen auch noch zum Einsatz. Macht euch da mal keine Sorgen. So, die Mia Vincent lade ich mal runter und wir verbinden sie mal. Und die ist so ein schöner Sim, Leute. Oh mein Gott, bitte, bitte zieh ein in unsere Stadt und mach die Stadt schöner, denn, Leute, Mia Vincent... Sie ist echt hübsch und sie trägt sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Also, dieses Kleidchen ist sehr, sehr knapp. Aber ohne Scheiß, ihr Make-up, ihre Frisur, Hammer. Okay, wir paaren sie jetzt mal. Ich hoffe, ihre Schönheit kann dafür sorgen, dass, oh Gott, so wird das Kind aussehen. Ja, ich mach mal Teenager, so wird... Ach du Scheiße, okay. Es soll ein weiblicher Teenager sein. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir sie paaren. Okay, 3, 2, 1 und... Bam. Oh. Oh. Mhm. Okay, ich... Die Nase, ist die Pinocchio oder was? Okay. Okay, ja, die... Okay, ja, von mir aus. Ja, wunderschön. Auch dein Outfit, richtig Bombe. Ja, Schluckley, wie nennen wir dich? Mal gucken, was das Spiel sagt. Du heißt Alessandria. Nee, das nennen wir Kirsten. Chastity, ja, du siehst aus wie eine Chastity, denn ich weiß nicht warum, aber du siehst es aus. So, dann machen wir mal weiter mit der Mrs. Wing. So, die verbinden wir auch mal. Okay, Leute, ich bin super... Oh, die sieht so schön aus, die hatte ich auch mal erstellt, die Tage. Und ich liebe sie, sie sieht so schön aus mit diesem Rainbow-Shirt und dieser Hose. Die kennen wir ja schon aus... doch, die solltet ihr schon kennen. Ja, doch, das Video müsste schon online gegangen sein. So, so, jetzt paare ich euch mal und ich bin gespannt... wie das aussehen wird, dieses Kind danach. Ja, Kind sieht schon, also der Junge sieht schon mal ganz nett aus. Okay, wir gucken mal. 3, 2, 1. Oh, naja, also, frisurtechnisch, naja, augenbrauentechnisch, naja. Kinn, was ist das für ein Kinn? Das ist so, hallo, ich bin länger als euer Leben. Aber Shari, Hammer, dankeschön. So, okay, das Kind heißt Keri. Ja, so sieht's so aus. Das heißt dritte Generation, Leute. So haben wir gestartet. Und jetzt sind wir schon hier. Also von vorne denkt man sich so, okay, ganz süß. Und von der Seite ist auch noch ganz okay. Dieses Kind ist halt so, hallo, ich bin ganz lang. Und das Gesicht sieht so aus, als hätte ein Fußball ins Gesicht bekommen. Aber kein Ding. Kein Ding. Wir sind erst bei der dritten Generation. Und wir müssen erst bei der vierten Generation richtig abgehen. Und deshalb würde ich gerne jetzt mal, ja, hier Mrs. Blauhaar reinbringen. So, wir verbinden die mal. Und dann werden wir hier Mrs. Blauhaar, sie heißt Jamie Sheets, mit der guten, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, wie heißt du? Keri, okay, ja, von mir aus, oh Gott. Warum wird das immer zuerst ein Junge? Okay, 3, 2, 1, Leute, bam! Oh, warum sieht sie jetzt so aus, wie sie aussieht? Also, vom Gesicht her, ganz nett, also, naja, aber warum ist sie jetzt so... so kräftig. Die Sims sind noch... Die ist skinny. Sie ist skinny. Okay. Okay, sie ist aber immerhin blauhaarig, Leute. Generation 3 ist... Fein, guck dich mit diese Nase an. Was ist denn das? Ist einfach so... Die Nase riecht alles, Leute, ne? Ohne Scheiß. Die riecht... Sie so... Oh, ja. So ASMR. Oh, ja. Das ist meine Nase, Leute. Okay.
von mir aus, Generation 4 ist ganz hübsch, aber noch nicht das, was ich möchte. Und vielleicht fehlt einfach nur die männliche Power. Und deshalb hole ich jetzt einfach mal Archie Andrews ins Boot. Den guten Riverdale-Boy, der wird jetzt versuchen, Generation 5 ordentlich ranzubang oder so ähnlich. So, Archie. Ach, ich weiß nicht so genau, Archie, ob du so viel besser machst. Aber egal, es gibt immer einmal Männerpower in meinen Videos. Okay, Leute. Sorry, ich musste nochmal kurz wieder umstellen. Ich vergesse das jedes Mal. Oh Gott, wenn ich die schon sehe, ich würde gerne sehen, was da rauskommt. Mit Ainsley Schluckley. Warum schluckt sie? Ich weiß auch nicht. Okay, ich habe keinen Namen für Blauhaar Girl. Machen wir gleich. Okay, Leute, 3, 2, 1 von Girl ohne Namen. Wie sieht sie aus? Oh, als Kind schon mal blauhaarig. Und als Teenie? Oh, das ist aber eine tiefe Stimme, meine Liebe. Darf ich dich mal ganz kurz ohne Turban sehen? Jein. Also, geht eigentlich. Ich würde es tatsächlich so lassen. Und Figur ist auch wieder sehr, sehr, sehr dicke Beine. Also, sie war auf jeden Fall im Beintraining. Archie Andrews, bitte verlassen Sie das Spiel. Okay, wir geben ihr erstmal Namen. Das ist Laurie. Okay, hi Laurie. Und du Andrew Girl, Alexa. Okay, Leute, wenn das Spiel Alexa sagt, ne, dann möchte ich, dass eure Alexa jetzt wenigstens was für mich tut. Und zwar, ich weiß gar nicht was. Was höre ich denn gerade aktuell für ein Lied? Keine Ahnung, oh mein Gott. Ich höre gerade so viele Lieder. Alexa, spiele Achterbahn von Helene Fischer. Wow. Okay. Ich so jedes Video immer Alexa. Mach immer Helene Fischer an. Okay. Also, Alexa Andrews. Ja, du bist durchaus schon mal eine sehr gute Simmin und das in der 5. Generation, ich würde sagen, weil wir haben so gestartet, Leute. Ach du Scheiße, denkt man sich da, ne? Ja, das habe ich mir auch gedacht und dann habe ich den Sim zur Seite gedreht und dachte ich mir so, wow, 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 die Nase und das Kinn. Länger als mein Leben. Dann ging es weiter mit... sie sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus und dann guckt man sie von der Seite an und die Nase so, hallo. Oh mein Gott, die Arme. So, dann ging es weiter mit ihr hier. Sie war Mrs. Kinn, aber die Carrie Wing, Frisur auch extrem hässlich, Carrie, aber naja, jeder wie er möchte. Dann ging es weiter mit Laurie, die ja vom Gesicht her schon mal gar nicht so schlecht aussieht. Und dann ging es weiter mit Alexa, alias dem Andrew Girl. Archie hat sie erzeugt, okay. Und sie sieht eigentlich ganz gut aus. Also die 5. Generation ist schon mal gar nicht so verkehrt, Freunde. Wir werden uns einen neuen Sim herunterladen. Ich habe keine Ahnung, auf welchen Sim wir uns, ja, jetzt, auf welchen Sim wir uns spezialisieren sollen, das wollte ich eigentlich sagen. Komm, wir nehmen mal hier Sayo Amari, die habe ich nämlich heute erstellt. Also ich lade die immer runter, weil ich ändere dann bloß deren Style, deshalb steht hier immer, dass es original von anderen Leuten ist, denn ich habe manchmal nicht so Bock, selbst Sims zu erstellen, wenn es ein bisschen schneller gehen muss. Und deshalb lade ich die einfach runter und ja, so, wir verbinden die jetzt mal und ich hoffe... Sie sieht so cool aus. Sie sieht richtig, richtig cool aus. Sie sieht aber auch... Wow, ist die Stimme tief. Nochmal bitte. Okay, man könnte denken, du hast eine, ja, Transformation gemacht vom Mann zur Frau. Sieht man da? Also, ich finde, vom Gesicht her siehst du nicht männlich aus, aber deine Stimme, holla die Waldfee, die ist ja tiefer als alles andere. Okay, wir paaren sie, ich bin super, oh yeah, das ist das Fancy Boy, hi Nico, kannst gut Deutsch, oh mein Gott, okay, dann hier, Mrs. Alexa, okay, 3, 2, 1 und, oh, was soll denn das Make-up, das ist ja richtig furchtbar, okay, darf ich mal das ganz kurz absetzen, jein, also dein Make-up ist ja echt Horror, aber dein Style auch extrem Horror. Deine auch Horror, aber das Gesicht ist eigentlich ganz okay, würde ich mal sagen. Also, sie hat hier gut so ein bisschen schönes Gesicht reingebracht, deshalb kann sie jetzt auch gehen. Ciao. Oh Gott. Warum kommen sie immer? Guckt euch das an. What the fuck? Okay, Leute, das ist die 6. Generation. Sie hat anscheinend kein psychisches Problem. Aber naja, kein Problem. Frau Amari, du wirst jetzt erstmal zur Erwachsenen und dann suchen wir dir einen Namen raus. Und zwar wirst du heißen Bab Phoenix. Okay, du bist die Phoenix Queen, ein Phoenix aus der Asche mit einem extrem hässlichen Style, einer extrem hässlichen Frisur, einem extrem hässlichen Make-up. Aber kein Ding. Das dürfte ich ja sogar verändern. Aber egal, wir werden jetzt weiterschauen, wie Generation 7 aussehen wird. Und deshalb wird es Zeit für einen neuen Sim. Okay, wir haben noch die hier zur Auswahl. Wir haben noch Veronica. Wir haben noch Betty und Polly Cooper. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen
Camille, weil sie ist super süß und sie ist einer meiner wenigen Sims, die komplett was anhat, also die nichts Bauchfreies anhat. Und das ist doch schon mal eine Leistung, oder Leute? Also guckt euch bitte an, wie schön sie aussieht. Sie sieht richtig, richtig hübsch aus. Sie hat wenigstens ordentliches Make-up. Sie hat eine Frisur, die hat auch nicht jeder Sim von mir. Und deshalb wird es Zeit, Leute. Wir paaren Camille mit... So würde Camille... Oh Gott, diese Frisur... Warum haben die alle so eine tiefe Stimme, die alle so, hallo, ich bin Camille. Okay, 3, 2, 1 und Phoenix! Ah, Phoenix, warum siehst du so aus? Nein! Also, nein, die Augenbrauen machen es kaputt. So schlimm siehst du, doch schon, aber so schlimm, ach doch. Generation 7 hat ein bisschen reingeschissen gerade. Generation 7, was soll der Scheiß? Du kannst gehen, meine Liebe. Warum kommt immer sie hier? Sie so, hallo, ich bin Ainsley Schluckley und schlucke alles. Dein Style, ich muss aber echt sagen, dein Style ist zum ersten Mal hier relativ gut. So, Faure oder I don't know, wie du ausgesprochen wirst. So, okay, was nehmen wir für einen Vornamen? Das ist Janae. So, Britney. Du siehst nicht aus wie eine Britney. Desiree. Du siehst aus wie eine Desiree. Desiree. Ich lass dich mal kurz älter werden, damit du ein bisschen mehr Brüste bekommst. und dann wird... Oh mein Gott! Siri, wann habe ich denn gerade Hey Siri gesagt? Wer ist Markus? Was, Siri? Was zur Hölle? Oh mein Gott. Erschreckend. Oh, ich bin so gerade erschreckt. Dazu, Alter, wer redet da? Und dann kommt so Siri an der Seite. Also, ganz kurz. Ich mache mal einen Screenshot. Ich hoffe, ich vergesse es nicht einzublenden. Mein Handy hat gerade gesagt... Angeblich, ich habe ja gesagt, Desiree. Und sie kam, hey Siri, ich habe... Nein, Siri, du Dumme! Oh Gott, okay, wow. Ich hoffe, man hört sie nicht so krass. Also ich habe gesagt, hey... Darf es nicht so laut sagen, sonst springt sie wieder an. Ich hab dich Markus Eltern. Ich weiß nicht, wie sie das gerade rausgehört hat. und sie hat geantwortet, ich verstehe, ich hab dich Markus Eltern nicht. Wenn du möchtest, schaue ich im Internet nach. Okay, ich frage sie ganz kurz mal was. Kann ich es lauter machen? Hey Siri? Wieso machst du mein Video kaputt? Es tut mir leid, Nico. Ich fürchte, ich habe keine traurige Antwort. Ey, die Sau will nur Fame. Okay, Siri, wenn du nochmal das Video störst, dann gibt's aber Stress. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Okay, Desiree. Okay, Siri, alles gut. Wir werden dich weiter paaren und die 8. Generation rausholen. Oh mein Gott. Oh Gott, das hat mich erschreckt, ey. Ich habe echt Angst, dass wir das deswegen kaputt machen, aber ich bringe trotzdem Veronica rein und sie sieht echt gut aus. Also, sie sieht wirklich so aus, wie ich mir Veronica vorstelle. Von der Seite, oh mein Gott, von der Seite sieht sie aus wie ein Fuß, aber von vorne ein hübscher Fuß. So, bist du schon soweit, dich zu paaren, meine Liebe? Okay, Leute... Es ist soweit. Desiree. Oder wie andere verstehen, hey Siri. Oh Gott, ich dachte gerade, es springt schon wieder an. Ich hoffe nicht. So, Veronica Lodge, 3, 2, 1, bam. Warum hast du aufs Maul bekommen? Oh Gott, ja, sie hat die Veronica-Augenbrauen. Aber sie sieht gut aus. Sie sieht gut aus, Mrs. Faurer. Wie heißt du? Isla. So siehst du. Nyla. Charity. Bethany. Oh ja, du siehst aus wie eine Bethany. Veronica, du kannst gehen. Du kannst woanders. Hi, Frau Schluckley. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Wir verbinden mal Cute Clover. Sie hat einen sehr krassen Highlighter drauf. Den habe ich sogar, den Sim habe ich auf... Also sie hat echt viel Make-up im Gesicht. Da würde ich erstmal sagen, schmand dich erstmal ab. Sie sieht echt ein bisschen schmandig aus. So, Bethany. Sie ist so voll aufs Maul bekommen. Ja, auf jeden Fall Clover hat sehr viel Make-up im Gesicht. Ich finde, es ist aber sehr cool. Und sie hat ein sehr sexy Outfit. Natürlich, wie alle meine Sims. Ihr kennt das nicht anders. Meine Sims immer... Was hat sie denn für eine Stimme? Oh Gott, die ist ja richtig hoch. Und sie? Okay, sie wird langsam wieder besser. Weil, was war denn das, wo das immer hier unten war? Okay, wir paaren die beiden wieder. Wie heißt du nochmal? Bethany. Was ein Name. So, Bethany und... Oh Gott, zum Glück. Oh Gott, die Stimme ist schon wieder ganz tief. Bethany und Clover, 3 zu 1. Okay, Clover. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shit, Leute. Kann der Sim noch gerettet werden? Ich glaube nicht. Ich glaub's wirklich nicht. Shit. Ich glaube, dass wir Veronica und Archie reingebracht haben, war einfach der größte Fehler. Mutter, sehen wir. Also, das brauchen wir eine Mutter. Das war... Warum immer sie? Ich glaube wirklich, dass das der größte Fehler war, den ich gemacht habe. Denn dadurch wurden die ein bisschen verzerrt. Also so, vor allem... Oh Gott, okay. Ich
bin bereit für die letzte Generation. Shit. Die letzte Generation wird mit der guten Anne. Wie heißt sie? Anne Brubaker oder so? Keine Ahnung. Wir verbinden dich, Anne. Du wirst Hammer aussehen, weil ohne Scheiß, Alter. Guckt sie euch an. Oh mein Gott. Sie ist so ein schöner Sim. Und dann hat sie ja auch so eine Flagge drauf. Ich weiß gerade gar nicht, für was die Flagge steht. Ich glaube für lesbisch? I don't know. Bin mir gerade echt nicht sicher. Okay. Meine Liebe, Anne, du musst alles retten, weil ohne Scheiß, du bist der schönste Sim, den ich jemals hatte. Deine Lashes sind länger als mein komplettes Leben. Dein Gesicht ist schöner als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Dein Outfit ist sexy, aber trotzdem nicht zu sexy. Dein Make-up ist Hammer. Ja, Leute, okay. Ich schwärme zu viel von Anne, aber... Ja, wir sind... seid ihr bereit für die letzte Generation? Okay, ich bin bereit. Ich mach die Augen zu. Ich weiß, ihr seht das nicht. Ich habe keine Facecam oder so. Aber... okay, 3, 2, 1 und... Wie sieht's aus, Leute? Ich sehe es nicht. Wie sieht's aus? Oh. Warum sieht sie aus wie ein fucking Fuß? Nein! Du siehst nicht gut aus! Oh mein Gott, Leute, ich habe alles versaut. Ich habe alles versaut. Okay. Wir dürfen noch ein bisschen was retten. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Erstmal die Lashes hier removen. Und vielleicht... oh, der Skin macht es auch nicht besser. Jetzt hat sie... warum hat sie gar kein Kinn mehr? Warum besteht sie nur noch aus Lippe? Ach du Scheiße, Leute. Wir haben alles verkackt. Wir haben alles verkackt. Ich habe alles verkackt. Ihr habt gar nichts gemacht. Aber ich habe richtig reingeschissen. Weil sie sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob ich das mit irgendwelchen Haaren und sonstiges noch retten kann. Vielleicht kann ich es mit den Fettsack-Lashes retten. Ihr wisst, die Fettsack-Lashes retten alles. Sie nicht. Sie retten sie nicht. Oh mein Gott. Die Haare, die Frisur, die Lippen, die Nase. Sie sieht von der Seite aus wie so ein Fisch. Sie sieht aus wie so ein richtiges Fischgesicht. Oh Gott, ich heule gleich. Ich heule gleich. Letztes Mal war das so ein krasser Erfolg. Weil letztes Mal lief das echt gut. Und dieses Mal sieht sie einfach aus wie ein fucking Fisch. Shit, Leute, ich habe richtig reingeschissen. Ich habe diesmal richtig hardcore verkackt. Okay, vielleicht... das Make-up macht es halt nicht besser. Weil sie kein Kinn hat. Das ist das Problem, sie hat einfach kein Kinn. So, Highlighter. Hi, Mrs. Highlighter. Vielleicht können wir nicht einfach dein ganzes Gesicht irgendwie... bedecken mit irgendeiner Frisur. Habe ich nicht eine Frisur, die so vorne über dein Gesicht geht? Weil ich glaube... okay, warte mal. Vielleicht wird es mit einer Frisur besser. Okay, wow, von der Seite so kann man sie nicht angucken. Sieht echt aus. Obwohl, sie ist eigentlich nicht gar nicht so hässlich. Also so mit einer neuen Frisur geht's. So ein bisschen. Sie hat halt kein Kinn, aber das ist nicht so schlimm. Sie besteht halt nur aus Lippe da unten. Denn ich hab dicke Lippen. Ich hab dicke Lippen. Oh. In jedem Video. Ich muss das einbauen, Leute. Katja bezahlt mich. Jeffree Star bezahlt mich. Irgendwelche Füße bezahlen mich, dass ich immer Fuß erwähne. Das ist eine sehr krasse Frisur. Die ist sehr. Extra. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich das noch retten soll. Ich kann es, glaube ich, auch nicht mehr retten. Weil... nö, was ist das da unten? also das ist auch noch ganz süß an ihr, aber ich glaube, wir nehmen echt diese Kurzhaarfrisur, die hier. Also mittellang. Kurz ist es ja nicht so ganz. Aber es ist halt einfach... sie hat wunderschöne große Augen. Sie hat richtig fette Lashes, so gehört sich das. Sie hat einen super schönen Mund. Ihre Nase sieht ganz okay aus, aber sie hat halt kein Kinn. Darf ich ganz kurz schauen, wie sie mit Kinn... ich glaube, ja, damit würde sie viel besser aussehen. Würde sie so aussehen, ich würde sagen, wow, wer ist die Geile? Aber so sage ich, hey, wer ist dieser Fisch? Wer ist dieser Fuß? Dieser Fußfisch. Okay, ja, du hast sehr viel Make-up drauf. Das versucht einfach davon abzulenken, wie du aussiehst. Okay, vielleicht finden wir einen passenden Look für sie. Vielleicht ist sie so ein Kleidergirl. Ich weiß es nicht. Was haben wir denn hier so an Sets? Oh Gott, da gibt es auch so... gibt es auch so, was ist denn das? Seit wann ist denn das? Das ist so eine Latex-Girl. Ja, okay. Nein, ich wollte zu den kurzen Kleidern und vielleicht schauen, ob ich da was... das sieht so süß aus, aber irgendwie... also, das würde sogar theoretisch was zu ihr passen, sowas. Aber ich versuche noch ein bisschen was anderes zu finden. Oh, hallo. Hilfe! Hilfe, was mache ich, Leute? Das ist auch schon so ein bisschen süß. Ein bisschen süß, aber nur... sorry, das wollte ich nicht. Ich wollte mal gucken, wie das... das ist halt so einfarbig. Das ist so ein bisschen langweilig. Das kann ich nicht so machen. Oh ja, hier, Leute. Oh yeah, hier. Das ist das Outfit übrigens von vorhin. Hammer, ich liebe das. Und auch das ist auch so sexy, ey. Das sieht alles richtig Hammer aus. Und dieses... nee, warte, wo ist denn das schöne Kleid? Hallo? Wo ist denn das krasse Kleid? Hä? Ich find's gerade nicht.
Ich find's gerade nicht. Wow, das, was Katja hat. Wo ist das überhaupt? Das ist gar nicht mehr hier. Shit, Katja wird nie wieder ihr Hochzeitskleid benutzen können. Ja, okay, das ist alles dann doch mir ein bisschen too much irgendwie. Shit, was machen wir denn jetzt, Leute? Ich weiß es nicht. Vielleicht geben wir ihr... Oh nein, das machen wir definitiv nicht. Vielleicht bleibe ich doch mal echt hier bei dem, weil ich finde, das ist ganz okay mit Streifen. Aber jetzt ist die Farbe entscheidend. Ich glaube, das ist ganz süß. Also vom Körper her sieht sie auch ganz gut aus. Sie hat eine hübsche Figur. Sie hat, das ist nicht zu dick, zu dünn. Sie sieht sehr, sehr gut aus. Ihre Brüste sehen ganz gut aus. Ihr Hinterteil sieht auch ganz gut aus. Also sie ist gut geformt. Sie hat noch keinen Namen. Miss. Wie heißt du? Beth. Du siehst aus wie eine Beth. Wir müssen dich mal ganz kurz noch erwachsen machen. Und dann bin ich eigentlich ready für die Schuhe. Ich weiß nicht, was sie ihr für Schuhe geben sollen. Vielleicht geben wir ein paar Gucci Flip-Flops. So, Hammer. Hohe Schuhe, weiß ich nicht, ob wir das jetzt bei ihr so benutzen. Oh yeah. Ich glaube nicht, dass wir das bei ihr so benutzen. Vielleicht einfach Turnschuhe zu einem Kleid. Manche sagen ja, das kann man nicht machen, Kleid und Turnschuhe. Ich finde, man darf alles heutzutage kombinieren, denn jeder darf sich so anziehen, wie er möchte. Und deshalb finde ich das auch ganz cool, wenn das Leute machen und dann andere sagen, sieht nicht cool aus, dann sagen die, ist doch meine Sache, wie es aussieht. Aber irgendwie habe ich vielleicht doch Bock auf hohe Schuhe. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Es sieht alles so furchtbar aus. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Gibt es die in schön? Nein, gibt es natürlich nicht. Ja. Okay, dann vielleicht doch die in schwarz. Ja, von mir aus. Dann trägst du jetzt die Schuhe, auch wenn die nicht ganz so mein Style sind, liebe Beth. Ja, Leute, ich zeige euch jetzt nochmal. So, sie ist nämlich jetzt umgestylt, das heißt, ich mache ein paar Screenshots. So, ich zeige euch jetzt nochmal alle Generationen, wo wir angefangen haben und wo wir jetzt gelandet sind. Also, Generation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die gute Beth, die 10. Okay, also ich muss sagen, so schlimm sieht sie jetzt gar nicht mehr aus, denn die Lashes, sie besteht aus Lashes und Lippen, aber das ist nicht so schlimm. Sie sieht ganz, ganz niedlich aus, sie hat halt kein Kinn, das ist ein bisschen schade. Ich glaube, mit Kinn wäre sie ein hübscher Sim geworden, aber naja, Beth, es ist nicht so schlimm. Okay, Leute, ich würde dann mal sagen, das war's von diesem Video. Dieses Video war ja crazy AF, denn die Siri war am Start, dann die Alexa war bei euch bestimmt am Start, dann sahen manche Sims aus wie ein Fuß, dann kam noch Archie Andrews und Veronica Lodge, also, wenn das nichts ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Wir hören uns das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Bis dahin, haut rein und ciao.